Herzlich willkommen vom Lausitzring IDM 2018. Ziemlich ungewohnter Moderator heute Abend. Ich bin hier in Vertretung für Edgar Mielke, der das sonst macht. Edgar ist in großem, wichtigen Auftrag für die DTM unterwegs in Misano. Edgar, sei gegrüßt von dieser Stelle. Wir freuen uns für dich, dass du heute Abend bei deinem Lieblingsitaliener essen gehen kannst. Sei aber auch gewiss, dass du hier einiges versäumt hast heute am Lausitzring. Lausitzring war ja zum Start der Saison sehr stark in Diskussion, Eigentümerwechsel. Die Dekra hat die Strecke übernommen. Die Gerüchte im Fahrerlager üblich schossen richtig ins Kraut. Die ganze Anlage wird umgebaut, hier wird kein Rennsport mehr gemacht. Alles bloß bla bla bla. Wir sind hier, die Strecke ist wie sie ist. Sie ist holprig, sie ist sehr herausfordernd und war ja eine kleine Sommerpause. Und in der Sommerpause, da war ein wirklich reges Wechselspiel am Laufen. Wir haben das ein bisschen zusammengefasst in einem kurzen Beitrag. Zunächst einmal, HPR Honda Holzhauer hat sich nach 4 Jahren, meine ich, getrennt vom tschechischen Fahrer Jens Halbig. Jens Halbig ist raus bei Jens Holzhauer. Dafür hat Jens einen sehr erfahrenen Fahrer aus Italien verpflichtet, Alex Polita, der heute schon wirklich einen guten ersten Eindruck hinterlassen hat, das erste Mal überhaupt auf einer Honda unterwegs. Dann bei Schnook Kawasaki hat besagter Jan Halbig die Vertretung der verletzten Lucy Glöckner übernommen. Also von dieser Stelle auch noch gute Besserung an Lucy, die Wirbelverletzung hat. Dann bei Team Alba Bischof Suzuki, da wurde ein junger Mann sogar aus der BSB verpflichtet, Jordan Weaving. Jordan hat heute eine erste Duftmarke gesetzt im freien Training. Da war es hier so halb feucht, halb trocken, hat eine sensationelle Bestzeit hingefahren. Und last but not least bei Weber Motors bei Kawasaki, Danny de Boer zu meiner Linken ist wieder in der IDM. Wir freuen uns alle sehr. Unser erster Gast jetzt im Paddock Talk. Danny, how does it feel to be back in the IDM? Yeah, it felt really good. It was a long break because I rode only the first race of the IDM Championship, but it's good to be back and I'm really happy with the start of the weekend. That's great to hear. How does it feel with a Kawasaki ZX-10? That's a completely new bike for me. I didn't ride a Kawasaki before, but it was quite a difficult start. We had not quite a good basic setup or something like this, but the most important thing is that the team worked really hard, that I worked really hard, and that we have fun together. And today was the first day that we made a big step, and I think this is good so far. Okay, I was told that you like a very familiar atmosphere in the team. Now you are with Kurt Stückler, with Dorit Stückler, where Kurt is known as a legend in the IDM, Pro Superbike, back in the 90s. And how does it feel to work with both? Ah, perfect. They give 100%. The bike is every time really clean, well prepared. I can only say thank you to them because they do a really good job. What is the plan? You signed till end of season, or you're looking for next year with his team? At the moment, I signed till the end of the season. We see how these 3 races will go, and after this, we will see what happens. Okay, good. It's good that you're back because Kawasaki is a very strong brand for the IDM. What do you expect for tomorrow? Hopefully I can make 2 good starts, and I was also 1 lap behind Bastian Mackels, and it was not so bad. So I think when I have a good start and I'm in the right group, then we can have two good races. For sure, we will also learn a lot in the race. We adjust the setup a bit. So yeah, it will be a training in a race, I think. And after this weekend, I think we are really well prepared for the last 2 races of the IDM Championship. That's good to hear. You're very optimistic. We keep fingers crossed for you. And ich drehe wieder um auf Deutsch. Wir haben eine schöne Einspielrunde vorproduziert. Er hat gerade schön erwähnt, der Danny, den Bastian Mackels. Und der war unser Kamerakind, der Bastian, und ist eine Runde auf dem trockenen Lausitzring gefahren. Und die haben wir jetzt in der Matz vorbereitet. Der Lausitzring, 55 Kilometer nördlich von Dresden. Im Jahr 2000 als Ersatz für die legendäre Berliner Arvus eröffnet und mit seinem 2-Meilen-Trio-Oval in Europa sicherlich eine einzigartige Anlage. Die IDM richtete hier übrigens im Jahr 2000 gleich die erste Rennveranstaltung aus. 4,2 Kilometer lang,
die Grand Prix-Strecke im Infield, mit ihrem durchweg eher modernen, flüssigen Layout. Bastian Mackels auf seiner Wilbers BMW nimmt uns mit für eine schnelle Runde über den Grand Prix-Kurs in der Lausitz. Okay, so we are on the straight line. Look for the board, not easy to find it. Big break, switch to the third gear. Left, opening full, then braking to the second gear on the left. Now we open a little bit and go on the right side. The track is bumpy over here and also on the left. Yeah, we can see the bump. Then we try to open early as possible. Yeah, pass over the bump in a straight line because the track is bumpy. Till the sixth gear and then switch down to the third on the left. Catch the head pack. Left, right, small opening, and then stay on the left a bit while, then come back later on the apex. Try to open more as possible to the 3, 4, 5, and brake after 150 meters. Go on the right side, and then try to pass between the bumps because it's always really bumpy on the right corner. Then big acceleration again. It's always braking and opening here. Braking close to 150 meters. Catch the apex. Stay on the left side to prepare the right corner. Go to the fourth gear and open short time full. Big brake. Pass over the curbstone, right, left. And then stay on the left side because on the right side you have a lot of big bumps. Full. Go to the wide. The wall, yeah, and then the lap is finished. So, neben mir ist jetzt mit einem dicken Grinsen im Gesicht Benny Wübers, der Teamchef von Bastian Mackels. Und Benny, bei dir ist momentan wirklich so, du hast einen Lauf. Anders kann man das nicht sagen. Ich glaube, wenn du Lotto spielen würdest, würdest du auch noch einen Sechser mit Zusatzzahl treffen. Also mach das ruhig mal, folge meinem Tipp. Ihr seid der Jäger von Ivan Michalczyk. Wie sieht es gerade in dir selber aus, wenn du diese Bilder siehst von deinem Fahrer? Bei mir sieht es richtig gut aus im Moment, das kannst du dir denken. Also da haben wir lange für gekämpft, um hier hinzukommen und freuen uns natürlich auch sehr. Das Team passt, der Fahrer passt, das Motorrad passt, die Technik rundum zufrieden. Ja, also ich glaube, dass es bei allen bei uns ganz gut aussieht von innen, ja. Benny, wie viele Jahre bist du jetzt eigentlich aktiv im Motorsport? Das ist eine gute Frage. Ich hätte es gar nicht erraten können, aber ich habe zufällig diese Woche einen kleinen Lebenslauf gemacht über meine Rennsportkarriere. Und in 2 Jahren, so Gottes will, feiern wir dann mein 50. Jahr im Motorsport. Selbst aktiv gewesen, Grand Prix gefahren, Weltmeisterschaften, Endurance-Weltmeisterschaften. Ich habe alles Mögliche gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt bist du zu alt, jetzt musst du ein Team machen. Bin mit dem Team angefangen. Ja, und das mit zunehmendem Erfolg. Vor allem, du bist einfach eine Konstante in der IDM. Du bist auch durch schlechte Zeiten immer dabei gewesen, bist loyal zur IDM. Du bist auch, glaube ich, einer ihrer größten Fans. Und jetzt, Gerüchte sind ja schon durchgedrungen, planst du einfach mal die nächste Stufe für Wübers Racing zu zünden? Boxer Cup 10.0, was dürfen wir darunter verstehen? Ja, Boxer Cup, das hat ja nun nicht so gut angefangen. Vor 2 Jahren soll es eigentlich schon losgehen, da soll es letztes Jahr losgehen, ging auch nicht los. Und dann, ich habe das so ein bisschen kritisiert bei BMW. Da haben die gesagt, wenn du dann schon alles besser weißt, dann mach doch mal eine Studie, also eine Machbarkeitsstudie. Das haben wir gemacht auf der Rennstrecke, mit vielen Leuten fahren lassen. Ich habe ein Konzept gemacht und das ist gestern abgesegnet worden. Könntest du mal so die Kernpunkte von diesem Konzept für Boxer Cup 10.0 nennen? 10.0, das war eine der ersten Fragen von BMW. Was steht für 10.0? Da habe ich gesagt, wir wollen eine Langzeitgeschichte machen. Also 10 Jahre steht für 10.0. Wenn Yamaha das 40 Jahre kann, dann müssen wir das 10 Jahre machen können. Und das ist der Plan. Also, dass auch die Teilnehmer und auch die Partner, die dabei sind, auch langfristig planen können. Und somit sind wir bei 10 Jahre und daher der Begriff 10.0. Das Motorrad basiert auf dieser R9T Racer mit sehr vielen Veränderungen, große und auch teilweise kleine Veränderungen.
toller Partner wie Illenberger, Dunlop. Natürlich sind wir mit unserer Fahrwerkstechnik dabei und haben festgestellt, dass aus diesem Motorrad ein wunderbarer Racer gemacht werden kann, wo die Leute viel Spaß mit haben. Ich habe vor 14 Tagen hier auf dem Laufitzring haben wir 18 Fahrer gehabt, die das Motorrad gefahren sind über 2 Tage und alle mit ein ganz großes Grinsen abgestiegen und sagen, kann ich denn nochmal fahren? Und von daher habe ich das Vertrauen, dass wir aus diesem Cup was Wundervolles machen werden. Ihr plant, soweit ich weiß, 6 Veranstaltungen im Rahmen der IDM mit jeweils 2 Rennen. Was wird das Gesamtpaket dann kosten? Gibt es jetzt einen Preis? Vorher war es, glaube ich, ein Konzept mit Miete, was relativ schwer verständlich war. Ihr habt jetzt, glaube ich, ein Paket geschnürt und das Motorrad geht dann in den Besitz des Paketkäufers über, richtig? Ja, wir haben ein Paket gemacht, was auch jeder versteht. Wenn ich den Leuten erkläre, was das Paket bedeutet, ist das umgebaute Motorrad. Dazu ein Bekleidungspaket, maßgeschneiderte Lederkombi, Helm, Handschuhe, Stiefel und so weiter und so fort. Und das ganze Paket kostet netto 19.999 Euro. Dann ist das Eigentum des Teilnehmers. Und der kann nach einem Jahr damit machen, was er will. Und auch weiterfahren im Folgejahr. Er kann noch sein zweites Jahr damit fahren, er kann das zurückrüsten für die Straße, dann kann er es zulassen, dann kann er damit auf der Straße fahren. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir eine Klasse schaffen, wo es kaum günstiger geht, in der IDM zu fahren. Weil in dieses Paket, da stecken also auch die Teilnahmegebühren, also die Meldegebühren. Also er ist komplett frei. Wir erhoffen uns, dass wir eine familiäre Geschichte bekommen, dass der Teilnehmer mit Wohnwagen, Wohnmobil, Frau, Kindern, alles mitbringt und somit auch ein klassisches Motorrad, einen klassischen Rennsport und nicht hochgestochen für sehr viel Geld mieten. Und samstagabends wird bei dir gegrillt, richtig? Ja, Matthias, ich hoffe, dass du oft dabei bist. Wir werden also den Grill befüllen, wir werden eine Kiste Bier mitnehmen und wer sonst noch was mitbringt. Das ist einfach, um die Community auch zu realisieren. Zusammenzusitzen, auszutauschen. Ich glaube, das wird den Cup auch gut tun. Wir wünschen dir wirklich viel Glück, fingers crossed, für diese Aktion. Weil es wäre schön, die Boxer im Fahrerlager zu haben, auf der Strecke. Die klingen nämlich verdammt gut, die schönen alten, luftgekühlten Motoren. Was sind deine Erwartungen jetzt für morgen hier an der Lausitz? Morgen wird es wieder spannend werden. Das haben wir heute im Training gesehen. Qualifikation ist uns nicht ganz geglückt. Also der Plan war eine andere. Wir wollten heute die Pole-Position ganz knapp dran vorbei. Aber morgen ist das Rennen. Ich habe Bastian auch gesagt, mach dir keine Gedanken. Heute gibt es keine Punkte. Morgen versuchen wir es nochmal. Aber wir haben einen extrem starken Gegner. Und wenn ich dann die vergangenen Rennen sehe, dass wir mit einem Unterschied von weniger Zehntel im Finish ankam, dann muss ich sagen, wir machen einen ganz tollen Sport da oben. Also das ist ganz gut und ich freue mich über so ein Ergebnis. Wenn wir dann aufs Podium stehen, dann ist alles gut. Dann ist alles gut, da drücken wir die Daumen für. Eine abschließende Frage zum Lausitzring. Es gab ja Gerüchte, Asphalt wird komplett neu gemacht, das ganze Wellige hier auf der Strecke soll weg. Darüber haben wir mal vor einigen Wochen gesprochen. Und hast du gesagt, um Gottes Willen, nein, das ist unser Wohnzimmer hier. Erklär das bitte nochmal genau. Ja, der Lausitzring ist jetzt unsere Teststrecke. Also wir machen im Motorsport sehr viel Entwicklungsarbeit für uns und unsere Partner wie BMW oder ZF. Und da brauchen wir eine wellige Strecke und wir sind sehr froh drüber. Und wir sehen auch, dass wir da gut mit zurechtkommen. Es ist eine Herausforderung für jeden und ich glaube, dass man spricht von bumpy Strecke und das ist natürlich auch so, aber man kann hier trotzdem schnell fahren. Und wir fahren heute einen Speed, der vor Jahren auf eine bessere Strecke auch gefahren wurde. Also es geht. Für uns ist es absolut in Ordnung. Gut, dann wünschen wir dir viel, viel Glück, dir und Bastian, dass wir sitzen bleiben. 2 Top-Platzierungen fahren, vielleicht auch Erster werden. Wir werden sehen. Ihr tragt sehr viel dazu bei, den sportlichen Wert hochzuhalten in unserer Top-Klasse. Toi, toi, toi dafür. Danke, vielen Dank. Benny Wilbers. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. Dankeschön. So, jetzt haben wir einen jungen Gast. Toni Finsterbusch kommt zu mir. Toni, herzlich willkommen. Wäre das was für dich, Boxer Cup? Ja, wenn ich vielleicht aus der IDM dann keine Lust mehr habt, dann wäre es vielleicht eine Variante und weiter rennfahren will. Du bist ja erst 26 Jahre jung, kann man ja hier mal sagen.
Hast aber schon eine enorme Rennsport-Vita, wenn man auf deine Webseite guckt. Du hast 2000 angefangen mit Motocross, kommst aus dem Motocross. Ich habe mir mal die wichtigsten Stationen rausgeschrieben. Du bist unter anderem IDM 125, Moto3 gefahren, Superbike Stocksport 600. Und jetzt kommst du aus der Superbike Stocksport 1000, aus der Europameisterschaft, in die IDM. Wie ist denn jetzt so dein Eintritt, dein erstes IDM-Jahr seit langem geglückt, aus deiner Sicht? Ja, ich denke, wir sind eigentlich jedes Rennen ganz gut dabei gewesen. Also wir waren einige Male Pech, wie in Oschersleben auf Platz 2, ich sag mal, mehr oder weniger gestürzt. Dann in Zolder auf Platz 3 wurde ich also abgeräumt. Ich sag mal, da fehlen einige Punkte und gute Ergebnisse. Aber ansonsten, ich sag mal, bis auf Schleiz lief es jetzt eigentlich für uns immer ganz gut. Und ja, also ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden mit der Saison. Du hast ja durchaus selbstbewusst, das ist auch wirklich, finde ich gut, angesagt, du willst bester Suzuki-Fahrer in der Endabrechnung werden. Wie sieht es mit diesem Ziel aus aktuell? Ja, also im Moment bin ich Zweiter, also, aber wie gesagt, wir haben einige Punkte eingebüßt und ich werde jetzt trotzdem versuchen, gute Ergebnisse bis zum Ende abzuliefern und dass wir da vielleicht noch das schaffen, aber wie gesagt, eigentlich, ich sag mal, ich kann es von Rennen zu Rennen sehen und versuche noch gute Ergebnisse, ich sag mal, abzuliefern. Das ist eine super Einstellung von dir. Wir drücken dir dafür die Daumen. Hast du schon Pläne für nächstes Jahr? Wirst du bei Suzuki bleiben? Gibt es da schon jetzt, wenn ja langsam die Gespräche geführt, nächstes Jahr, was läuft? Wie ist die Tendenz? Kannst du schon was verraten? Ja, also ich würde definitiv gern weitermachen mit Suzuki, also speziell mit Meier auch. Und ich hoffe, wir werden uns einig. Also wir hatten es eigentlich so ausgelegt auch, dass wir ein zweites Jahr machen und ja, müssen wir mal schauen, aber ich hoffe einfach, dass es weitergeht. So, dann würde ich vorschlagen an die Regie, dass wir jetzt mal einen Einspieler sehen zum Qualifying, Zusammenfassung, Superbike 1000 und dann sehen wir natürlich auch, wie es dir da heute ergangen ist, Toni. Ja. Die Qualifyings der IDM Superbike. Das Wetter am Morgen deutlich kühler als am Vortag und nass, aber die Vorhersage verriet, dass es bis zum Qualifying 2 am Nachmittag komplett abtrocknen sollte. Grund genug für die Top-Teams, ihre Fahrer am Morgen vorerst in der Box zu lassen. Nur wenige Fahrer nutzten Q1 für ein kurzes Rollout. Dementsprechend die Zeiten vorerst nicht entscheidend. Umso mehr mit Spannung erwartet das entscheidende Q2 am Nachmittag auf der komplett abgetrockneten Strecke am Lausitzring. Eine der Lieblingsstrecken von Bastian Mackels, aber auch Ilja Mikhaljczyk sicherlich hier einer der Favoriten. Er, sowie Puffe und Finsterbusch, im letzten Jahr schon mit der Superstock-WM hier in der Lausitz stark unterwegs. Teamkollege Julian Puffe, zuletzt in Schleiz mit seiner ersten Superbike-Pole, immer mit dabei im Kampf um die Podiumsplätze. IDM-Neueinsteiger Alexandro Polita bringt mit seinen 34 Jahren einiges an Erfahrung mit. Und auch mit dem jungen Briten Jordan Weefing aus der britischen Superstock-Meisterschaft im Suzuki Adler Bischof Team ein neues Gesicht. Jan Halbig ersetzt Lucy Glöckner auf der Schnock ZX10. Sie wird voraussichtlich mit ihrem Lendenwirbelbruch, den sie sich am Schleizer Dreieck zuzog, bis zum Saisonfinale in Hockenheim pausieren müssen. Von allen gejagt Ilja Mikhaljczyk, der junge Ukrainer. Dicht gefolgt, wie schon die ganze Saison über, von Bastian Mackels. Er ja, in der Tabelle nur 17 Punkte hinter dem Ukrainer und auf Platz 2. Ein Nuller vom Mikhaljczyk und der sympathische Belgier übernimmt die Führung in der Tabelle. Aber auch die Jungs vom MBP Racing Team stark. Julian Puffe trotz guten dritten Rang noch nicht ganz zufrieden. Zwischenzeitlich der IDM-Rückkehrer Danny de Boer mit seinem neuen Arbeitsgerät auf 5. Ein starker Einstand nach harter Arbeit in den freien Trainings. Kurz vor Schluss dann Bastian Mackels mit seiner persönlichen Bestzeit. Aber Ilja Mikhaljczyk hatte zuvor eine 1:38,5 in den brandenburgischen Asphalt gezirkelt und konnte sich so die Pole Position für den morgigen Renntag sichern. Dahinter die beiden MBP-Piloten Karteininger, Kerschbaumer, Toni Finsterbusch, stärkste Suzuki, komplettiert die zweite Startreihe. Beisterbusch, Danny de Boer, ein starker Achterplatz und der IDM-Neueinsteiger Alexandro Polita komplettiert die dritte Reihe. Jan Halbig, Jan Mohr, Dominik Schmitter. IDM-Neueinsteiger Jordan Weefing auf Platz 13. Ja, last but not least oder das Beste kommt zum Schluss. Sattler Motorsport ist bei mir. Josef Sattler, Fahrer, Uwe Neubert, Beifahrer.
Also einer dieser heldenmutigen Männer, der sich unglaublich was traut, diesen sehr, sehr gefährlichen Sport nachzugehen. Sidecar ist in der IDM ein ganz wichtiger Bestandteil, vor allem Schleiz, das ist, glaube ich, so die Krönung auch für die Fans. Unglaublich viele Fans, die vor allem wegen der Sidecar-Klasse kommen. Sehr komplizierter Sport. Na, Josef, ihr habt ja praktisch alles Prototypen. Da gibt es ja nichts von der Stange bei euch. Es gibt Chassisbauer, die das Monocoque bauen, aber sehr, sehr viel individuelle Lösung. Also es gibt eigentlich nur noch zwei Hersteller auf dem Markt. Das ist einmal Adolf Racing, für den wir heuer fahren, und Steinhausen Racing. Und dann gibt es noch LCR. Und für uns ist jetzt heuer natürlich ein richtiger Ding aufgegangen. Wir haben ein super Paket beieinander. Und wir haben uns vorletztes Jahr noch schwer getan in der Szene, weil einfach natürlich viel Entwicklung drin steckt und so. Und da brauchst du einfach im letzten Turn brauchst du einfach Profis. Und die Geschichte von den Gespannen ist einfach so, ist einfach Teamsport, du brauchst einen perfekten Beifahrer. Beim Fahren darf es natürlich auch nicht fehlen, ist klar. Und die Maschine muss natürlich bis zum Schluss funktionieren. Aber es ist nicht jetzt ein Teil, das was du aus der Serie nimmst, wie ein Solo-Motorrad. Ich bin ja selber Solo gefahren und so. Da wo einfach die Serie funktioniert, da ist einfach vieles von der Entwicklung eigen drin, Fahrer, Beifahrer, da muss man eigentlich alles selber machen. Du bist ja im Hauptberuf Tuner, richtig? Wir kennen uns schon eine ganze Weile, Mitte der Nullerjahre. PS Tuner Grand Prix damals in Hockenheim, da hast du schon auf dich aufmerksam gemacht. Und das ist immer noch dein Hauptjob, Solomaschinen präparieren, vor allem für die Rennstrecke, richtig? Richtig, also ich bin ja auch noch hobbymäßig auf der Rennstrecke ein bisschen unterwegs, soweit es die Zeit erlaubt. Und mir gefällt es auch noch solomäßig. Aber es hat sich natürlich 2011 so ein Dreirad einmal ergeben, aus Jux und Tollerei. Und wir haben da ein richtiges gutes Paket zusammengeschnürt mit Sachsenring und Minubi natürlich. Und das funktioniert natürlich perfekt momentan. Wie man sieht an eurer Platzierung, wie schätzt ihr nach dem heutigen Rennen eure Meisterschaftschancen ein? Heute hatten wir richtig Pech. Wir haben mit der Bremse ab Runde 8 Probleme bekommen. Vom Speed her wären wir natürlich richtig um den Sieg mitgefahren. Jetzt hängen wir wieder ein bisschen hinterher. Aber wir versuchen morgen alles zum Drehen. Also die IDM oder deutsche Meistertitel ist auf alle Fälle noch offen. Uwe, was sagst du dazu? Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Also wir sind guter Dinge, dass wir noch die Meisterschaft schaffen können. Du bist ja im Hauptberuf Fahrsicherheitstrainer, Instruktor beim Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring. Wie vereinbart sich das, Leuten sicher Autofahren beibringen, mit einem wirklich gefährlichen Hobby, Passagier beim Josef zu sein? Gut, unsere Zusammenarbeit, die klappt sehr gut und gefährlich, jeder Sport ist irgendwo gefährlich, aber bei uns passt das schon so, dass man da nicht jetzt so die Angst haben muss, dass das jetzt daneben geht. Und ich kann das halt den Kunden dann gut vermitteln, die Sachen aus dem Motorsport in den normalen Fahrsicherheitsalltag mit reinzubringen. Was habt ihr für nächstes Jahr für Pläne? Also wir bauen gerade ein neues Chassis auf mit 600 Kubik und es ist definitiv so, dass wir nächstes Jahr in die WM gehen. Das ist sicher und wir wollen natürlich auch noch in der IDM bleiben. Insofern es mit der Überschneidung oder irgendwie oder die Termine passen, würden wir natürlich mit der Tausender in der IDM noch gerne in die Stadt gehen. Gestern wurden Gespräche geführt, da gab es auch die Idee, dass vielleicht Tausender und 600er zusammen in getrennten Wertungen fahren oder in einer gemeinsamen Wertung fahren können. Wäre natürlich toll, euch auch weiterhin in der IDM zu sehen. Ich hätte noch eine Frage aus reiner Neugier. Rennsport ist eine teure Geschichte. Ihr habt gesagt, viel, viel Eigenleistung. Es gibt kaum was von der Stange. Es gibt auch keinen großen Hersteller, der als Sponsor auftreten wird, weil es gibt keinen gespannten Markt in dem Sinne. Wie finanziert ihr das Ganze? Ja, wir haben schon das Glück, dass wir wirklich ein gutes Paket beieinander haben mit dem Sponsor bei uns in der Nähe, aus meinem Raum, aus dem Ubelsein-Raum. Also die Großen, was wir jetzt vorne drauf haben, die geben richtig viel Geld aus für uns. Und solange das so funktioniert, machen wir den Sport. Da wünschen wir euch viel Glück. Für morgen drücken wir auch die Daumen, dass der zweite Lauf besser klappt, dass die Meisterschaftschancen intakt bleiben. Dir auch, dass du im Boot bleibst, dass alles läuft für euch. Ich würde mich freuen, euch morgen bei der Siegerehrung wieder begrüßen zu können auf dem Podium. Danke euch beiden.
Das war jetzt der Paddock Talk vom Lausitzring. Mir bleibt jetzt noch darauf hinzuweisen, am Dienstagabend 18 Uhr gibt es eine Zusammenfassung, eine große Reportage des gesamten Wochenendes und, das ist auch ganz wichtig, nächstes Rennen 7. bis 9. September in der Cathedral of Race in Assen. Wir sind also zu Gast in Holland und freuen uns auch, dass wir den vielen holländischen Fahrern gerade in der Gespannklasse damit sozusagen ein Heimrennen präsentieren können. Dankeschön.